Landrat Dr. Enders, Herr Zöllner, Herr Abgeordneter Räuber, Herr Bürgermeister Lindenpütz, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Zöllner hat mich vor längerer Zeit schon gebeten, ein paar Gedanken zur Kulturpolitik zu äußern und auch ein Schlaglicht auf die aktuelle Kulturpolitik des Landes Rheinland-Pfalz zu werfen. Dem komme ich natürlich gerne nach und bedanke mich schon jetzt für die Gelegenheit, dies hier und heute tun zu dürfen. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende. Da darf man auch am 10. November eine Art vorläufige Bilanz ziehen. Woran denken Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie an Kunst und Kultur im Jahr 2022 denken? Mir kommt assoziativ Folgendes in den Sinn. Die Wirklichkeit unserer Tage ist die einer massiven Disruption in vielen, ja in nahezu allen Lebensbereichen. Seuchen und Kriege, also etwas längst überwunden Geglaubtes, halten uns im Griff. Ihre Auswirkungen führen uns vor Augen, wie dünn der Firnis der Zivilisation ist. Wir erleben es allenthalben, seit die Corona-Pandemie vor nunmehr knapp 3 Jahren unsere Art zu leben beeinflusst, ja verändert hat. Kultureinrichtungen bekommen diese Veränderungen auf drastische Art und Weise zu spüren. Eine aktuelle Statistik besagt, dass im Jahr 2022 30% weniger Menschen ins Kino gehen als vor dem ersten Corona-Lockdown. Die Zeitschrift Metal Hammer, die sich mit Heavy-Metal-Musik befasst, berichtet, dass Popkonzerte in 2022 von bis zu 40% weniger Zuschauern als im Jahr 2019 besucht werden, während die Kosten gleichzeitig um bis zu 30% gestiegen sind. Was man daraus schlussfolgern kann, die Stones und Helene Fischer gehen immer. Probleme haben junge Musikerinnen und Musiker und die, die nur eine geringe Reichweite haben. Oder die Theater. Im vergangenen Jahr, 2021, unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie, gab es ganze 86% weniger Besucherinnen und Besucher als in der letzten Vor-Corona-Spielzeit 2018-2019. Was wir in diesem Jahr beobachten können, in Rheinland-Pfalz, aber auch im gesamten Bundesgebiet, ist, dass trotz des Wegfalls aller Corona-Beschränkungen das Publikum deutlich zögerlicher in Konzertsäle, Opernhäuser, Theater oder auch Museen zurückkehrt. Und nun steht uns ein Winter bevor, der allenthalben als schwierig charakterisiert wird. Neben der Sorge vor erneut steigenden Infektionszahlen bereiten den Kultureinrichtungen steigende Energiepreise und eine drastisch ansteigende Inflation Sorgen. Droht der Kulturbranche ein Energielockdown, fragte die Frankfurter Allgemeine im Sommer dieses Jahres. Eine Frage, die nach dem Prinzip der sich selbst erfüllenden Prophezeiung schon jetzt Schaden anrichtet. Und doch ist diese Frage ja berechtigt. Klaus Biesenbach, Direktor der Neuen Nationalgalerie in Berlin, hat die Verhaltensänderungen von kulturaffinen Menschen sehr anschaulich beschrieben. Ich zitiere Klaus Biesenbach. Man lebt seinen eigenen Lockdown weiter, hört abends ein Audiobuch, schaut Netflix. Stehen wir vor einem Ende des gesellschaftlichen Lebens, fragt Klaus Biesenbach, stehen wir vor einem Ende des gesellschaftlichen Lebens, wie wir es kannten? Mich interessiert, welche Antwort Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, auf diese Frage geben. Woran denke ich noch,
wenn ich an Kunst und Kultur im Jahr 2022 denke. Mir kommt in den Sinn, dass man heute nicht mehr an Van Gogh, Monet, Vermeer oder Toulouse-Lautrec denken kann, ohne zugleich an Erbsensuppe, Kartoffelbrei und andere Lebensmittel zu denken. Angeblich, um Druck auf die Politik auszuüben, der Erderwärmung entschiedener entgegenzutreten, kleben sich Aktivistinnen und Aktivisten einer sich selbst gleichermaßen religiös wie apokalyptisch nennenden Protestbewegung Letzte Generation an Museumswänden, Bilderrahmen, Luxuslimousinen oder auf Straßen fest. Ich will an dieser Stelle gar nicht erst über die meines Erachtens politisch gefährliche Selbstermächtigung dieser meist jungen und meist aus gut bürgerlichen Elternhäusern stammenden Menschen reden. Was mich darüber hinaus aber fassungslos macht, ist die Äußerung eines Londoner Aktivisten, der an dem Angriff auf Van Goghs Sonnenblumen beteiligt war. Dieser junge Mann sagte, warum denn überhaupt ein solches Kunstwerk mehr bewundert werde als die Sonnenblumen, die in der Natur wachsen. Wer solche Fragen stellt, meine sehr verehrten Damen und Herren, legt die Axt an tradierte Formen der kulturellen Repräsentation. Und das hat schon jetzt Folgen. Museen überall im Land, so auch in Rheinland-Pfalz, verstärken notwendigerweise ihre Sicherheitsvorkehrungen. Die Vorstellung, dass man sich vielleicht demnächst beim Museumsbesuch einem Ganzkörperscan wie am Flughafen unterziehen muss, ist ein Graus. Ein Graus war auch die diesjährige Documenta in Kassel. Wie konnte es passieren, dass diese weltweit bedeutendste Ausstellungsreihe zeitgenössischer Kunst trotz aller eindringlichen Warnungen im Vorfeld zu einem unerträglichen Skandalon antisemitischer Machart wurde? Wie konnte es passieren, dass dort Bilder gezeigt wurden, bei denen es nicht abwegig erscheint, den Tatbestand der Volksverhetzung als erfüllt anzusehen? Vielleicht konnte es deshalb geschehen, weil es in Kassel mehr um Politik als um Kunst ging, weil Kunst dort für politische Sichtweisen instrumentalisiert wurde und weil das Kuratorenprinzip so ausgelegt wurde, dass am Ende niemand für irgendetwas Verantwortung getragen hat. Sollte man aber jetzt nicht die Documenta als missglückten Einzelfall ansehen? Ich meine, dass diese Sichtweise verkennt, dass sich ein bislang weitestgehend konsensuales Verständnis von Kunst und Kultur auflöst. Und da gibt es dann wiederum auch Verbindungen zu den erwähnten Klimaaktivisten. Meine Damen und Herren, meine nicht repräsentative und zugespitzte und schon gar nicht vollständige Sicht auf die Kulturwelt des Jahres 2022 belegt, dass wir auch in dieser Hinsicht eine Zeitenwende erleben, die Bundeskanzler Olaf Scholz konstatiert hat. Die sehr anschauliche Aussage, dass unsere Gesellschaft immer bunter wird, werden wir gerade in Kunst und Kultur bestätigt finden. Die damit verbundenen inhaltlichen, formalen und strukturellen Veränderungsprozesse sind ja bereits jetzt nicht zu übersehen. Ganz gleich, ob Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst oder Musik, der Einfluss anderer Kulturen und damit auch anderer Sichtweisen ist überall erkennbar. Das ist grundsätzlich gut, manchmal auch ein wenig beliebig, wenn man beispielsweise in der aktuellen Popmusik nicht mehr unterscheiden kann, ob sie in Großbritannien, Amerika, Island oder in Mannheim produziert worden ist. Dessen ungeachtet werden wir in den kommenden Jahren und Jahrzehnten erleben, dass diese neue gesellschaftliche Vielfalt und die demografischen Prozesse natürlich auch in der Kultur ihren Niederschlag finden werden. Und damit meine ich sowohl das Kunstschaffen an sich,
als auch die Art und Weise, wie sich Kultureinrichtungen aufstellen. Sie werden darauf reagieren und reagieren müssen, dass die Gesellschaft auf der einen Seite immer älter wird, dass aber die jungen Menschen, die in 20 Jahren Kulturangebote nachfragen werden, mehrheitlich einen Migrationshintergrund haben werden. Ob dann in der Oper gerappt wird, ob die individuelle Künstlerschaft von einer kollektiven abgelöst wird oder ob Museen nur mehr Archivcharakter haben werden, weil Menschen deren Exponate ausschließlich digital betrachten, auf all das lässt sich derzeit noch keine wirkliche Antwort geben. Aber genau diese und viele weitere Fragen stellen sich. Wie die eine oder der andere von Ihnen vielleicht weiß, haben wir seitens der Landesregierung im Juni dieses Jahres einen Prozess gestartet, der sich Kulturentwicklungsplanung nennt. Ein furchtbares bürokratisches Wort, Ungetüm, aber eines, das allenthalben so benutzt wird. Bei dieser Kulturentwicklungsplanung wollen wir mit allen Akteuren der Kultur gemeinsam den Status quo erheben und uns fragen, was wir tun müssen, um Kunst und Kultur in Rheinland-Pfalz eine gute Zukunft zu geben. Mit dieser Kulturentwicklungsplanung betreten wir Neuland, was die strategische Ausrichtung der Kulturpolitik hin zu einer konzeptbasierten und dialogischen Kulturpolitik betrifft. Wir wollen besser erkennen, was Kunst und Kultur von Land und Kommunen brauchen, um optimal arbeiten und optimal ihre Wirkung entfalten zu können. Wir wollen Schwächen und Herausforderungen benennen, wir wollen aber die Stärken herausarbeiten, damit wir sie zukünftig noch besser nutzen können. Bei diesem Prozess geht es auch um Fragen, die Sie als bildende Künstlerinnen und Künstler beschäftigen, beispielsweise die nach geeigneten Ausstellungsräumen und Ausstellungsflächen. Ich gehe mal davon aus, dass es für Sie nicht immer leicht ist, diese zu finden. Ohne die Probleme hier vor Ort im Einzelnen zu kennen, kann ich nur so viel sagen. Sie werden das großartige Kulturangebot im Kreis Altenkirchen und im Westerwald überhaupt nur aufrechterhalten können, wenn Sie sich untereinander mehr denn je und besser, als dies derzeit vielerorts der Fall ist, vernetzen, wenn Sie sich mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, Künstlerinnen und Künstlern anderer Sparten vernetzen, wenn Sie einen engeren Schulterschluss mit Veranstalterinnen und Veranstaltern und mit Kulturförderern suchen. Um eine solche notwendige Vernetzung voranzutreiben, hat die Landesregierung in diesem Jahr ein dreijähriges Modellprojekt Zukunft durch Kultur aufgelegt. Worum geht es dabei? Die Kulturarbeit in der freien Szene in Rheinland-Pfalz, sei es in Einrichtungen oder Initiativen, verdankt sich vielerorts, insbesondere hier im ländlichen Raum, aktiven Einzelakteurinnen und Akteuren, die beispielsweise in Museen, soziokulturellen Einrichtungen und Theatern, aber auch in Kunst- und Kulturvereinen, so wie Ihrem, in Chören und Jugendkunstschulen im Einsatz sind. Kulturarbeit wird also zu einem großen Teil jedenfalls von jenen geleistet, die sich ehrenamtlich und damit neben oder nach dem Beruf für diese Form des gesellschaftlichen Lebens einbringen. Ihr Engagement erfolgt damit unter der besonderen Schwierigkeit, selbst nur begrenzte Zeit und Professionalität einbringen, Aufgaben aber auch nicht an eine jüngere Generation abgeben zu können, weil die einfach nicht da ist. Um diese Einrichtungen und Initiativen strukturell und programmatisch zukunftsfähig zu machen, bedarf es vielerorts für Leitung oder Geschäftsführung, für die Programmgestaltung, Präsentation oder aber auch für die Suche
nach neuen Inhalten, Angebotsformaten, Zielgruppen und Vermittlungskonzepten einer hauptamtlichen professionellen Unterstützung. Die wollen wir als Land im Rahmen dieses Programms Zukunft durch Kultur zur Verfügung stellen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Kulturarbeit in vielen Regionen immer noch sehr inselhaft erfolgt. Was an anderen Kulturorten im regionalen Umfeld geschieht und wer hier aktiv ist, bleibt häufig unbekannt und unbedacht, sei es aus Unwissenheit oder sei es, weil es Vorbehalte gibt. Chancen eines Austauschs, aus dem sich Synergien, neue Ideen oder auch Entlastungen ergeben könnten, bleiben so ungenutzt. In der Folge findet eine inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung regionaler Kulturarbeit, die sich zeitgemäß präsentiert und in Teilen zumindest wirtschaftlich trägt, nicht statt. Sie zeigt sich damit vielerorts nur noch marginal oder verschwindet ganz. Ausgehend von dem Gedanken, dass es für Austausch, Kooperationen und Netzwerke jemanden braucht, der diese Zusammenarbeit initiiert und Netzwerke pflegt, stellt das Land auch Mittel für die Schaffung sogenannter regionaler Kulturmanagerinnen und Manager zur Verfügung. Gestatten Sie mir, eine weitere Programminitiative des Landes vorzustellen, die in diesem Jahr neu aufgelegt worden ist, das sogenannte Strukturförderprogramm. Mit diesem Strukturförderprogramm unterstützt das Land Einrichtungen und Initiativen der freien Kulturszene, insbesondere darin, Modernisierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der kulturellen Infrastruktur in Form kulturbezogener Investitionen durchführen zu können. Gefördert werden können beispielsweise Ausstattungsmaßnahmen, die insbesondere im Bereich Veranstaltungs- und Bühnentechnik stattfinden. Gefördert werden aber auch Maßnahmen, die der Modernisierung, die einer größeren Besucherfreundlichkeit, der Barrierefreiheit oder der Energieeffizienz dienen. Dieses Strukturförderprogramm ermöglicht darüber hinaus die Förderung von Maßnahmen zur Professionalisierung, etwa Coachings oder Weiterbildungsmaßnahmen, und setzt damit genau die Akzente, die Friedhelm Zöllner vorhin auch ein Stück weit angesprochen hat. In diesem Jahr stehen dafür 175.000 Euro zur Verfügung. Für die Jahre 2023 und 2024 haben wir seitens des Kulturministeriums jeweils 200.000 Euro beantragt, in der Hoffnung, dass der Landtag in Kürze bei der Verabschiedung des Doppelhaushalts dem zustimmen wird. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es tut sich eine Menge in der Kulturpolitik des Landes. Kulturpolitik kann aber nur Rahmenbedingungen setzen und zielgerichtet fördern. Kunst und Kultur aktiv zu gestalten und damit inhaltliche Auseinandersetzung zu ermöglichen, das ist Ihre Aufgabe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist Ihre Profession, das ist Ihre Verpflichtung, möchte ich sagen, die Sie über so viel Talent verfügen, wie man das hier und heute in dieser wunderbaren Ausstellung erleben kann. Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dieser Ausstellung und für diese Ausstellung viel Erfolg. Ich schließe mich den Worten von Herrn Zöllner gerne an. Öffnen Sie das Portemonnaie und legen Sie sich das eine oder andere zu. Es wird bestimmt den richtigen Platz in Ihrer Wohnung finden. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier und heute sprechen zu dürfen. Ich gratuliere Ihnen zu dieser gelungenen und wichtigen Gemeinschaftsausstellung, der ich viele
Besucherinnen und Besucher wünsche. Sprechen Sie mich an, wann und wo immer Sie mögen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.